Ja, Leute, willkommen zurück zu XCOM Enemy Unknown. Wir sind auf einer ziemlich schweren Entführungsmission. Ich glaube, 4 Aliens haben wir umgenietet. Es sind auf jeden Fall noch 2 dünne Männer, auf jeden Fall noch 2 Sektoiden. Und ich meine, ich habe in der letzten Folge auch noch irgendwo einen Schweber gehört. Das wird auf jeden Fall nicht einfach. Freunde. So, dünnen Männer, die sind hier rausgerannt in der letzten Folge. Das war ganz günstig, weil das hat uns die Möglichkeit gegeben, mal nachzuladen und den Falschen zu heilen. Ist da alles kacke hier? Ist da alles kacke? Kacke. Komm, du derber Hyuga. Geh mal da hin. Hat der denn einen? Hallo? Ach, da oben. Guck mal einer an. Kriegen wir den? Das wäre Sahne. Allererste Sahne, Yuga. X-Ray ausgeschaltet. Bist echt derb. Muss man ja mal sagen. Das war eine coole Sache, die es wert ist, auf F10 zu drücken. So, jetzt wissen wir noch ganz sicher von 2 dünnen Männern und von einem Sektoiden. Die haben wir nämlich hier durchlaufen sehen. Vielleicht auch noch 2 Sektoiden. Ich konnte das in einer der letzten Folgen da irgendwie nicht so ganz... Das heißt, in einer der letzten, in der letzten, irgendwie nicht so ganz auseinanderhalten. Nee, nach da renne ich mit der Jana mal nicht. Du gehst auf jeden Fall erstmal da ein. Ja, du kannst wieder nicht nachladen, aber das kriegen wir hin. Der hat sich auf jeden Fall die Tür halbwegs im Blick. Da geht die Leiter aufs Dach. Die sind aufs Dach gegangen, die Schweine. Die sind aufs Dach gegangen. Ich sag's euch. Farisani, was meinst du dazu? Sind die aufs Dach gegangen, die Schweinepriester? Stimmt. Ich gehe jetzt mal mit Jana mal nach da. Und mit Dike hinter hier. Und verwende das letzte Medipack. Schmier Erde drauf, Weichei! Wir sind in einem Haus, hier gibt's keine Erde. Und nicht so unfreundlich, DK. Das sind doch Schwebergeräusche, oder täusche ich mich da so? So sehr. Das ist auch sehr, sehr verwinkelt hier. Aber hier oben auch nichts. Da haben die sich einfach verpisst in der letzten Folge, die dünnen Männer. Ich habe gerade das Gefühl, ich sage manchmal nicht dünner Mann, sondern dunkler Mann. Kann das sein? Oder bilde ich mir das nur ein? So, pass mal auf. Jana mal nach da. Keine Aliens in Sicht. Okay. Haben die sich echt aufs Dach verpisst, alle Mann? Das würde mich zumindest mal nicht wundern. Ich möchte Sturm und Schuss einsetzen. Bringt sie zur Strecke! Bringt das jetzt überhaupt noch was oder habe ich jetzt Scheiße gebaut? Dann auf jeden Fall hier mal den Posten. So, jetzt habe ich hier draußen ein bisschen rumgescoutet. Die anderen können jetzt eigentlich mal... Hier.
Und nach hier. Dann mache ich nämlich hinten die Tür auf. Und dann können wir aufs Dach. So der Plan. Vorausgesetzt, sie sind alle auf dem Dach. Auf dem Sonnendach. Haha. Jetzt soll ich die Tür mal vorher aufmachen. Da, also sie sind. Hört ihr das? Die sind schon oben. Da sind eine ganze Menge oben. Ah, guck mal, wen haben wir denn da? Passt auf die Seiten auf! Die ziehen sich zurück! Vorrücken! Easy going. Ruhig bleiben. Erstmal Tür auf. Das verbraucht keinen Bewegungspunkt. Und bringt jede Menge Spaß. Nicht. Wie fahren wir denn? 63. Das ist natürlich nicht gut. Deshalb will ich auf jeden Fall. Wenn ich das ja so genau wüsste, was ich auf jeden Fall will. Mal gucken, was der Farisani so drauf hat. 45, das probieren wir mal. Stimme ich dir komplett zu. Kann ich Yuga von hier treffen? Also er kann es probieren. Bam, der nächste Kill. Und tschüss. Das ist ziemlich nice. Hier. Feldposten. Und die Honey mal nach hier und nachladen. Aha. Und Jana. Du kannst hier auf die Leiter, weil er dir im Weg steht, richtig? Richtig. Mach auch einen Feldposten. Also sie scheinen alle, entweder sind sie alle auf dem Dach oder sie sind alle hinterm Haus. Das sind die beiden Möglichkeiten. Zumindest kamen die letzten Geräusche von dort hinten. Jetzt speichern wir das mal. Keine Deckung. Ich weiß nicht, ob ich gerade mit ihm scouten möchte. Er ist der Einzige, der aktuell da hochkommt. Auf jeden Fall ein dünner Mann. Zwei dünne Männer. 65%. Komm schon, sei lieb. Yes. Sehr gut.
erstmal auf. Dann gehen wir mal mit Jana nach hier oben und probieren den mal zu betäuben. Oder gucken uns mal die Wahrscheinlichkeit an. 70. Mit dem Schuss hätten wir wahrscheinlich 100. Genau. Das ist jetzt die Frage. Wer kommt da noch hoch? Und wie weit? DK kommt auf jeden Fall nach da. Und hat den auch in der Flanke. Das ist gut. Das heißt, wir probieren das jetzt. Hoffentlich klappt das. Sag dem Doc, wir bringen einen Lebenden mit. Habt ihr was gehört? So, das war immer noch nicht alles. Das war immer noch nicht alles. Die Frage ist, wie lang der betäubt ist. Ich speichere das mal, weil das lief recht gut. Ich hole mit Yuga erstmal nach da. Tür aufmachen, nachladen. Kann weitergehen. Puh, die Mission ist anstrengend. Das ist bis jetzt tatsächlich die schwerste. Man muss aufpassen, dass man das alles nicht unterschätzt, weil auch die Terrormission ja sehr gut lief. Das ist immer so eine Gefahr, die besteht. So nach hier. Wechsel mal auf die Pistole und nochmal den Feldfuß. Ziel in Sicht. Ich höre das sehr gut. Ich frage mich nur, wie ich hier auf das Dach komme. Da über die Leiter? Echt jetzt? Speichern! Da sollst du ja nicht lang. Sollst ja nicht durchs Gift laufen. Gib Gas! Einmal bitte Sturm und Schuss. Auch hier, weil durch die Giftwolke lasse ich sie auf keinen Fall laufen. Kannst du abhaken. Feldposten gehe ich mal auf die Pistole. So, und ihr? Kommt mal wieder hinter den LKW. Da habt ihr zumindest volle Deckung. So, Onkel Farisani, wo gehst du denn mal hin? Nach Möglichkeit auch nicht durch die Suppe da vorne. Ich hoffe echt, er ist dauerhaft betäubt. Lisa mal einfach in die Ecke. Und okay, dann machen wir auch immer den Feldposten.
und ihr macht auch beide mal Feldposten. Und jetzt bin ich gespannt. Ja, ich weiß, dass sie da vorne sind. Okay. Speichern wir erneut. Ich hoffe ja mal, dass ich die, dass ich sie mal sehe. So langsam aber sicher. Ich habe nicht genug Sichtweite. Schlicht. Um bis drüben zum Dach zu gucken. Das heißt. DK. Geht mal nach da. Immer noch niemand zu sehen. Im Waschsalon ist auch niemand. Dann hat Trash noch einen Zug. Der DK hat auch noch einen Zug. Ein Stück näher ran an die Leiter. Ich will dann auch irgendwann auch rüber. Feldposten. Ah. Wir versuchen uns zu flankieren. Drei dünne Männer, einer auf dem Dach. Wir haben mich flankiert. Au. Okay, das lief gar nicht so schlecht, wie es vielleicht aussieht im ersten. Der macht mir natürlich ein wenig Sorgen. Ja, ganz klar. Wo ist denn der dritte? Da war es nur zwei. Na, ich muss mal wieder auf die untere Ebene. So, da gehe ich jetzt mal nach da. Lass den Juga das mal regeln. Juhu! Und tschüss. Ich habe mich natürlich selber vergiftet, aber ich hoffe, dass das hier gleich mal rum ist. Waffe wechseln. Komm schon. Yes. Ausgezeichnete Arbeit. Alle Ziele erfüllt. Mein Gott. Das war echt schwer. 10 Gegner, davon 6 dünne Männer. Oder 5 oder so. Auf jeden Fall
nicht ohne die ganze Sache. Aber wir haben es geschafft. Keiner ist uns draufgegangen. Das ist gut so. Das war... Die war echt schwer. Alter Schwede. Nicht schlecht, Herr Specht. Neun Tage verwundet. Wir haben alle richtig was abbekommen. So, die Beförderung machen wir jetzt noch am Ende von der Folge, weil ich hier nach meiner Aufnahmesession beende und hier in diesem Bildschirm nicht speichern kann. Oder wir machen es einfach so, dass ich hier auf Weiter klicke und wir machen alles beim nächsten Mal. Ihre Männer haben ein Händchen dafür, Aliens lebend gefangen zu nehmen. Ich hoffe, Sie wissen, wie wichtig Ihre Arbeit für uns ist. Und wieder... Bitte danken Sie Ihren Truppen von mir. Ja. Und wieder ein leichtes Plasmagewehr und wir können den dünnen Mann verhören. Vier Wissenschaftler, Panik macht sie in ganz Afrika breit und Panik macht sie in ganz Asien breit. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Ja. Das gucken wir uns doch ganz schnell an. Irgendwie muss es möglich sein, in diese Basis zu gelangen. Ägypten wird eng. Ich frage mich, was Dr. Shen plant. Da müssen wir gucken, dass wir das so schnell wie möglich runterbekommen. Na gut, aber auf jeden Fall soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um die Beförderung und Forschung und gucken uns das alles nochmal an und ja. Mal gucken, was es noch so in der Basis zu tun gibt. Bisher sage ich danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.